Hi Lieben, heute gibt es nach sehr langer Zeit mal wieder ein Video mit einem anderen Menschen zusammen und zwar mit dem Marius, einem guten Freund von mir. Und wir reisen auch gerade zusammen durch Asien und kennen uns jetzt auch schon eine Weile und hatten in der Zeit immer sehr interessante Gespräche, was so die Ernährung angeht und alles, was sich so verändert, wenn man seine Ernährung umstellt. Marius ernährt sich nämlich ebenfalls schon seit ein paar Jahren vegan. Und wir dachten, wir machen heute einfach mal ein Video zu seinen körperlichen und mentalen Veränderungen mit der Umstellung auf eine pflanzliche Ernährung. Ja, Marius, jetzt habe ich schon einiges zu dir gesagt, aber vielleicht magst du dich einfach nochmal selber vorstellen. Ja, sehr gerne. Hallo ihr Lieben, mein Name ist Marius, ich bin 26 Jahre alt, ich bin seit 5 Jahren Veganer und ja, ich liebe diesen Lifestyle einfach. Okay. Seit 5 Jahren ernährst du dich vegan und war das bei dir so, dass du von heute auf morgen vegan geworden bist? Nein, auf keinen Fall. Also es war so, dass ich erst eine Zeit lang vegetarisch gelebt habe, weil ich sehr viel hinterfragt habe, so zum Gesundheit und zu ethischen Hintergründen auch, also zu Tierhaltung und so weiter auch. Und ja, dann bin ich halt irgendwann auch wegen meiner Haut und so weiter dann auch zur veganen Ernährung gekommen, weil ich halt herausgefunden habe, dass halt auch diese Milchprodukte und Getreide nicht so gut ist für die Haut. Und da habe ich dann umgestellt auf eine glutenfreie vegane Ernährung und bin irgendwann auch zur Rohkost gekommen. Und ja, jetzt bin ich hier in Thailand, weil ich halt die Früchte so liebe. Okay, also es war bei dir auch so ein schrittweiser Prozess, es ging nicht von heute auf morgen? Naja, auf keinen Fall, nein. Und habe ich das richtig verstanden, dass bei dir die Hauptursache einfach der ethische Aspekt war oder wolltest du auch etwas an deiner Gesundheit ändern? Ging es dir gesundheitlich vielleicht sogar mal nicht so gut? Genau, also ich habe erst auch vor allem gesundheitliche Gründe erstmal gemacht, weil ich einfach mehr Gesundheit verbessern wollte, bessere Haut bekommen wollte, fitter werden wollte, mehr Energie haben wollte, leistungsfähiger sein wollte, bessere Konzentration haben wollte. Und ja, das habe ich auf jeden Fall auch erreicht durch die vegane Ernährung und mir geht es immer besser und ich finde es einfach super. Also das sollen viel mehr Leute ausprobieren einfach und auch glutenfreie Ernährung auf jeden Fall mal ausprobieren. Ja, ja, das war ja auch damals so, dass du mich dazu gebracht hast, mich mal glutenfrei zu ernähren. Bei mir war es nämlich so, das hatte ich schon mal in meinen Videos erwähnt, dass ich eine Zeit lang vom Arzt immer diagnostiziert bekommen habe, dass ich einen Eisenmangel habe und ich hatte dann auch eine Zeit lang tatsächlich mit Haarausfall zu kämpfen, auch mit schlechter Haut und Abgeschlagenheit, Müdigkeit und habe nie verstanden, woher das kommt, weil ich mich eben schon vegan ernährt habe und dachte, das wäre so das Beste, was man machen kann. Aber in der Zeit habe ich eben weiterhin Getreide und Brot gegessen, weil es ja meistens pflanzlich, also vegan ist, Nudeln und andere Getreideprodukte zu essen. Und dann hatte ich Marius dann einmal erzählt, dass ich einen Eisenmangel habe und vielleicht würde er ja wissen, woran es liegt. Und dann meintest du zu mir, ja, lass doch mal das Gluten weg, das Brot, weil es eben sein kann, dass der Darm total verschlackt ist durch das Gluten. Das ist ja so ein Klebereiweiß und es kann nicht so gut vom Darm verdaut werden und dadurch ja, kann eben der Darm verschleimen, verschlacken und Nährstoffe können nicht so gut aufgenommen werden. Und dann habe ich das tatsächlich mal ausprobiert, dass ich ein paar Wochen kein Getreide, kein Brot, keine Nudeln gegessen habe und habe auch sofort merken können, also innerhalb von 1-2 Wochen, dass es mir viel besser ging. Ja, es hat sich so angefühlt, als würde ich viel mehr Energie haben und als würde auch dieser Schleier im Kopf, dieser Nebelschleier, weggehen. Also das ja, war auch so etwas, womit ich ganz oft zu tun hatte, dass ich mitten am Tag Kopfschmerzen hatte oder eben mich nicht wie bei klarem Verstand gefühlt habe. Und ja, ein Grund dafür könnte eben das Gluten sein, ne? Ja, so ging es mir auch. Also es ist halt vor allem eine schlechte Verdauung von dem Getreide, also vor allem die glutenhaltigen Sachen verkleben halt den ganzen Darm und stören auch die Aufnahme von Mikronährstoffen und Mineralstoffen und Vitaminen auch im Darm und ja, das ist halt das große Problem, diese Antinährstoffe auch, ne? Und viele unterschätzen das große Problem, weil halt Getreide halt auch, das Weizen, Roggen, Hafer und so weiter sind halt Grundnahrungsmittel halt in Europa
Und es wird halt sehr unterschätzt, dieses Thema. Viele Veganer fangen ja auch an, habe ich auch gemacht, mit Ersatzprodukten, die auch meistens Weizen enthalten, und dann nimmt man halt noch mehr Weizen zu sich dann noch, ne? Genau, also wenn ihr vielleicht an täglichen Kopfschmerzen leidet oder das Gefühl habt, ihr könntet Nährstoffe nicht so gut aufnehmen, oder ja einfach das Gefühl habt, ihr wärt nicht so bei klarem Verstand, also würdet euch vielleicht mitten am Tag nicht energiegeladen fühlen und so weiter, dann versucht unbedingt mal das Getreide wegzulassen. Also uns beiden hat es wirklich sehr geholfen. Genau, das kann ich nur empfehlen, für einen Monat lang mal wirklich mal wegzulassen. Man kann sich das auch ersetzen dann halt durch Quinoa auf jeden Fall, oder Reis, oder Kartoffeln, Süßkartoffeln. Ja, da gibt es heute sehr viele gesunde Alternativen. Ja, du hast ja gesagt, dass du dich vegan ernährst und mittlerweile auch von Rohkost und auch kein Gluten isst. Viele Menschen können sich darunter noch nicht wirklich was vorstellen. Also für viele hört es sich erstmal so an, als könnte man dann gar nichts mehr essen, wenn man keine tierischen Produkte isst, kein Getreide und dann auch nicht mal Kochkost. Ja. Wie sieht bei dir die Ernährung denn momentan aus? Also momentan hier in Thailand trinke ich morgens meistens Kokoswasser, dann mittags so ab 12, 1 Uhr esse ich dann meistens wasserhaltige Früchte, Melonen, Drachenfrüchte, was halt so in Thailand hier gibt, und dann halt nachmittags vielleicht nochmal so Bananen, was halt ein bisschen mehr Kalorien enthält, so halt Bananen, was gibt's noch, Chai Moya, Flavonen Durian, oder ein Champoduck oder ein Jackfrucht. Und dann zum Abend hin vielleicht mal einen Salat, vielleicht mal mit Avocado drin oder so, vielleicht nochmal. Ja. Und wie war das in Deutschland? Also da nehme ich mal an, dass du dich nicht so ernähren konntest, weil es dort ja einfach nicht diese Auswahl an tropischen Früchten gibt. Genau, genau, ja. Wie hast du dich da vegan ernährt? Also in Deutschland habe ich das letzte Woche auch arbeiten gegangen, und da habe ich dann was so gemacht, dass ich halt mir morgens halt Früchte gegessen habe vor der Arbeit, und oder einen Saft gemacht habe oder einen Smoothie gemacht habe. Welche Früchte hast du gegessen? Im Winter meistens Orangen. Okay. Und im Sommer meistens Melone und sonst halt, was halt so gab, Äpfel halt, oder was halt immer so gibt, ne? Und sonst halt auch einen Saft gepresst zum Beispiel auch, oder einen Smoothie gemacht, einen Bananensmoothie, oder einen grünen Smoothie. Ja, und dann halt mittags was gekochtes, dann vielleicht irgendwie so Reis mit Gemüse oder Quinoa mit Gemüse oder Kartoffeln mit Gemüse, irgendwas. Und dann abends auch mal vielleicht nochmal einen großen Salat vielleicht nochmal irgendwie da machen, noch mit Avocado oder so. Dann kann man sich ein bisschen mehr nochmal vielleicht kochen für den nächsten Tag, dass man was mitnehmen kann zur Arbeit. Okay. Oder halt, ja, genau. Also es hört sich schon sehr vollwertig an. Mhm. Du hast in Deutschland auch keine Industrieprodukte, keine veganen Industrieprodukte. Genau, ich habe sie zum größten Teil gemieden. Ja. Genau, weil einfach das so viele Zutaten drin sind und dann auch meistens sehr viel industrieller Zucker oder auch Weizen drin sind, also Gluten nicht glutenfrei ist. Ja. Also ich habe in Deutschland auf jeden Fall glutenfrei mal gegessen, vegan. Das ist mir sehr wichtig und fühle mich am besten mit. Okay, ja, schön. Und das, was ich jetzt so raushören kann aus deiner Ernährung, das hört sich sehr kohlenhydratreich an. Mhm. Du ernährst dich also auch High Carb, wie es einige nennen. Genau. Hat das einen bestimmten Grund bei dir? Genau, also ich habe auch schon High Fat mal öfter mal gegessen und auch ausprobiert mal, aber da fühle ich mich immer total müde und schlapp. Also wie als wenn ich halt Omnivore essen würde, also ganz normal, halt mit Fleisch, Fisch und so weiter. Ist auch sehr fettlastig dann immer, ne, mit Öl und so weiter alles. Und wenn ich halt High Carb esse, also pflanzenbasiert, also vegan und dann halt Reis, Quinoa oder halt wirklich nur Früchte esse, dann fühle ich mich viel mehr energiegeladen als in diesen ganzen fettigen Sachen zu viel Nüsse oder zu viel Öl essen würde. Ja, also das merkt man einfach auch mit der Zeit. Wenn man eine längere Zeit mal wirklich kohlenhydratreich und fettarm gegessen hat und wenn man dann mal wieder mehr Fett isst, das ist einfach so krass, der Unterschied. Also man fühlt sich nicht mehr so energiegeladen, zumindest ist das unsere Erfahrung. Ja, und am nächsten Tag wacht man dann auf und dann ist man komplett dehydriert auch meistens dann. Ja. Und komplett nusslos und schlapp einfach nur. Fühlt sich anders an. Ja. Also ein bisschen Fett, klar, ist wichtig aus vollwertigen pflanzlichen Lebensmitteln wie Avocado, Kokosnüsse, wenn man die Möglichkeit dazu hat, welche zu bekommen. Durian, so wie
hier in Thailand. Mhm. Aber man sollte es auf jeden Fall nicht übertreiben mit dem Fett. Beziehungsweise unser Körper ist einfach darauf ausgerichtet, Kohlenhydrate zu verbrennen. Unser Körper läuft auf Kohlenhydraten, deswegen ist es wichtig, die dann auch aufzunehmen. Und wenn man eben noch bei der Kochkost isst, aber sich halt vollwertig vegan ernähren möchte, dann kann man das auch super machen, indem man eben so Dinge wie Kartoffeln isst, genau. Reis meinetwegen, und Süßkartoffeln, auch, ja, Quinoa, ja, Hirse, Quinoa, und so weiter. Also sehr mineralhaltig auch, wenn man halt wenig Salat essen würde, wenn man jetzt Grünzeug nicht so mag. Genau. Dann finde ich bei Marius auch ziemlich cool, dass als er, wann war das genau, 2014, ne? Ja, 2014. 13, 14, ja. Als du auf vegan umgestellt hast, da warst du einfach so motiviert, dich gesund zu ernähren und wolltest dann auch die Lebensmittel mit der besten Qualität bekommen. Und genau. Mit den Früchten sieht das ja in Deutschland nicht so gut aus. Und ja. Dann hast du gesagt, okay, ich will jetzt einmal tropische gute Früchte probieren und bist einfach ganz spontan nach Costa Rica geflogen, genau. Auf der Suche nach den besten Früchten. Genau, das war 2014, also ich war halt immer also umgestiegen auf vegan, habe ich halt mit der Rohkost entdeckt und dann war ich total fasziniert von den ganzen tropischen Früchten, habe ich so gelesen gehabt, in dem Ten-Buch von Douglas Graham und dann wollte ich einfach diese Früchte mal ausprobieren und dann habe ich halt gelesen, dass Costa Rica halt sehr gut sein soll dafür, weil es halt tropisch ist und gute Früchteauswahl gibt. Und dann bin ich halt spontan nach Costa Rica geflogen und habe mir das halt selber angeschaut da vor Ort und halt auch selber die Früchte probiert und war total fasziniert, also von den tropischen Flair einfach auch so, ne, von dem Sonnenlicht da immer und dem Klima dann auch und schön warm auch, weil ich geflogen im Januar. Da war es halt in Deutschland sehr, sehr kalt und da war es dann schnell schön warm schon. Es ist halt ganzjährig Sommer und ja, und da gibt es alle möglichen Früchte. Ich habe erstmal alles probiert, Jackfrucht, Durian, alles mögliche, was es so gibt da in Costa Rica. Auch die Bananen, da gibt es verschiedene Bananensorten. Da war ich total überrascht, dass es nicht nur eine Bananensorte gibt wie in Deutschland, diese Cavendish-Bananen, sondern es gibt ja viele Bananensorten und habe auch gesehen, wie Bananen angebaut werden auch und war sehr interessant auf jeden Fall, das mal zu sehen, weil das sagt dann ja keiner so, das ist man im Fernsehen auch nicht so, wie es in den Tropen wirklich so aussieht. Stimmt, also das hat man hat ganz oft irgendwie so die Ansicht, dass Früchte ist langweilig, es gibt ja nur Bananen, Äpfel und Birnen. Genau. Und wenn man dann mal in ein Land reist, wo es diese unglaubliche Vielfalt an Früchten gibt, dann sieht man, dass es noch so viel mehr gibt und wie lecker auch Obst ist. Und du warst dann vor 4 oder 5 Jahren in Costa Rica und du warst ja auch schon mal, bevor wir beide jetzt nach Thailand gereist sind, auch schon mal in Thailand und hast dadurch, glaube ich, einen ganz guten Vergleich zwischen Costa Rica und Thailand. Wo oder was würdest du sagen, welcher Ort, welches Land ist besser geeignet, wenn man sich vielleicht auch für diesen gesundheitsbewussten Lebensstil interessiert, sich vegan, rohköstlich ernähren möchte. Was würdest du sagen, ist für einen Menschen, der das auch mal machen möchte, besser geeignet? Costa Rica oder Thailand? Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, beide Länder mal zu bereisen und es anzuschauen, weil letztendlich ist es auch so, jeder muss seine eigene Meinung bilden, halt, was einem für einen besser gefällt und was einen halt mehr anspricht. Aber von mir aus muss ich ganz klar sagen, dass mir Costa Rica halt besser gefällt, wenn es darum geht, halt ruhiger zu sein, als es ruhiger ist und dass halt mehr Natur ist und halt, sagt man das halt, es ist nicht so diese Umweltzerstörung, so wie hier in Thailand oder in Asien, sondern es ist halt alles mehr, also es ist ja glaube ich 60% des Landes das Naturschutzgebiet und dadurch ist natürlich das Bewusstsein für Naturschutz viel, viel größer in Costa Rica als in Asien, ne? Klar gibt es in Costa Rica auch Waldrodungen für Palme und so weiter, aber in Asien sieht man es halt alles viel, viel krasser und es ist halt viel mehr Verkehr auch und Smog in den Großstädten hier in Asien, weil in Costa Rica gibt es halt nur eine Großstadt, das ist San Jose und San Jose, das ist relativ klein, also wenn du es noch siehst, das ist halt nur eine Kleinstadt noch eigentlich im Vergleich mit den Großstädten hier in Asien. Da ist auch schon relativ viel Smog, aber sonst außerhalb in den kleineren Orten an den Küsten, also in der Karibikküste und so, war ich auch gewesen, dass eigentlich so relativ ruhig, wenig Smog, gute Luft und auch überall gute Früchte erhältlich. Ne? Und ja, also
wenn wer halt mehr auf Ruhe steht, sollte auf jeden Fall sich Costa Rica auch mal anschauen, ne? Vielleicht auch beides mal. Also Thailand ist halt dadurch besser, dass man halt viel mehr Auswahl hat an Früchten, ne? Man bekommt hier halt die Durian fast ganzjährig, man bekommt hier Drachenfrüchte, man bekommt hier Shampoo Duck, dann bekommt man halt, was gibt es noch als Chirimoya hier, man bekommt Papaya, alles mögliche Mangos. Halt, Mangos, beste Mangos hier, ne? Und welche Früchte hattest du in Costa Rica gegessen? Was gibt's da so? In Costa Rica, da kriegst du auf jeden Fall auch Papaya, Bananensorten, sehr viele verschiedene. Dann gibt's die Sabote? Sabote, ja, Black Sabote, das ist auch so eine. Dieser schwarze Pudding sieht die aus innen drin, ne? Habe ich noch nicht probiert, aber du schon, ne? Ja, hab ich schon probiert, ja. Dann gab es auch Durian, aber Durian gibt es vielleicht nur ein paar Farmer nur auf Costa Rica und ist sehr selten da. Also man muss schon ein bisschen Kontakte haben, um da dran zu kommen. Mhm. Auf dem Farmermarkt, glaube ich, jetzt nicht so oft verkauft, da habe ich es auch nicht so oft gesehen. Man musste direkt beim Farmer kaufen, also direkt auf der Ranch quasi da. Okay. Dann, was gibt es noch? Kokosnüsse gibt es da auch. Mangos gab es auch. Dann, Orangen gab es sehr günstig. Ich habe meistens immer so 5 Kilo Orangensäcke geholt und morgens mir halt ausgepresst, so einen ganzen 5 Kilo Sack Saft. Lecker. Ja, das war schon krass. Ne? Also, und dann auch nur irgendwie, weiß nicht, ich glaube, so $5 was bezahlt für so einen ganzen Sack Orangen. Und du hattest mir, glaube ich, auch erzählt, dass es in Costa Rica wesentlich schwieriger ist, so Dinge wie Nüsse in Rohkostqualität zu bekommen. Genau, ne? Also sowas das ist das unmöglich eigentlich, die muss man dann einfliegen. Aus den USA, ne? Genau. Aber in Thailand ist es auch nicht so einfach, Nüsse also aus Rohkostqualität zu bekommen. Also ist auch nicht so oft gesehen hier, ne? Ja, aber Früchte, wie gesagt, bekommt man hier an jeder Ecke. Ja, und Costa Rica, ist das Plastikproblem da auch so extrem wie hier in Thailand? Nicht so krass, also hier ist in Thailand, das ist ja so, wenn du irgendwo einkaufen gehst, du kriegst jedes Mal 3-4 Plastiktüten, jede einzelne Flasche, jedes einzelne Teil wird in eine Plastiktüte eingepackt. Ja. Und das Bewusstsein ist nicht so stark hier, dass die Touristen einfach alles auf den Boden schmeißen zum Teil hier oder auf eine Ecke schmeißen und das einfach dann irgendwie halt in die Flüsse rein wird und so. Aber in Costa Rica war es aber auch so, dass Plastik auch fast überall lag, so. Also in den Flüssen haben wir es auch gesehen. Also es ist halt, aber nicht so krass wie in Asien, weil einfach nicht so viel Bevölkerung da ist. Ne? Es ist nicht so stark bevölkert. Und es ist immer so mehr Bevölkerung und so mehr Plastik natürlich auch. Ne? Ja, also wer naturverbunden leben möchte, der sollte nach Costa Rica. Auf jeden Fall sich mal anschauen. Also auf jeden Fall sich anschauen, beide Länder mal. Und da ist es auch nicht so touristisch, ne? Wie in Thailand? Ja, dem mal ist, genau. Also es ist halt genau sehr, sehr ruhig geworden auch. Ne? Also. Und was in Costa Rica halt auch der Vorteil ist, man kann halt mit dem Visa halt einfach da bleiben. Als Europäer kannst du 90 Tage da bleiben. Und in Thailand bekommt man nur halt ein 30 Tage Visa als Tourist bei der Einreise und bei Costa Rica bekommst du 90 Tage schon direkt. Aber ist immer abhängig, müsst ihr ja mal informieren, auch mal halt beim Auswärtigen Amt oder halt bei der kostarikanischen Botschaft oder thailändischen Botschaft, was momentan gerade der Visa-Status ist. Mhm. Also nur so als Tipp zwischendurch. So. Ja. Okay, Marius, ich glaube, das reicht erstmal so für heute. Ich glaube, da haben die Menschen schon ein gutes Bild über dich, über deine Ernährung, über deine Reisen bekommen. Wenn ihr vielleicht noch andere Fragen zu Marius, zu seiner Ernährung, was auch immer, haben solltet, oder euch nochmal ein Video von uns beiden wünscht, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten könnt ihr auch den Kanal von Marius mal besuchen. Er hat nämlich auch vor ein paar Monaten mit YouTube angefangen und heißt auf YouTube Marius Mango. Ja, genau, Marius Mango. Den verlinke ich euch auch nochmal in der Infobox unter diesem Video. Und dann würde ich erst einmal sagen, dass wir einen Cut machen. Ja. Und ja, es hat mich sehr gefreut, dass ich heute mit dir über diese Themen unterhalten konnte. Ich hoffe, es war für euch interessant. Ja, hoffe ich auch für euch interessant war es. Genau, und dann sagen wir erstmal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.